Und unten. Ja. Und ein unten und ein oben. Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Da hast du wohl recht, Alan Harper. Ich schwöre. Okay. Ein herzliches Willkommen wieder zurück bei den deutschen VR-Gamern. Und ja, es geht wieder weiter. Folge 2 bei L.A. Noir. Und ich freue mich, wie in der letzten Folge schon gesagt, weiter so krass mit euch, das jetzt weiter zu zocken. Und ja, wie ein kleines Kind freue ich mich drauf. Und ich würde sagen, ich setze die Brille wieder auf und wir starten wieder rein. Bis gleich, Freunde. So, nochmal als Erinnerung, wir haben in der letzten Folge, haben wir ja die Mordwaffe entdeckt und, oder sollten sie auch suchen vor allem, und haben sie sogar gefunden. Ja, jetzt werden wir, denke ich mal, zurückgehen und die zur Untersuchung bringen. Ja, Mann. Los geht's. Warte, ich mach hier kurz. Wir haben die Gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. Could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Mm-hmm. Okay. Waffenladen untersuchen. Ah ja, oh, oh ja. Ich liebe Notizbuch. Orte sind nach dem Zeitpunkt ihrer Entdeckung geordnet. Benutze den Stift, um einen Eintrag auszuwählen. Haben wir schon herausgefunden. Waffenladen. Ich weiß nicht, wie bei euch das Bild ist. Bei mir ist es jetzt, weil es so dunkel ist, ganz schön krisselig hier. Ein bisschen so schwarzer Schleier drauf. Benutze den Stift und drücke T bei der Option als Ziel festlegen. Ja, wollen wir ja. Zack. Nein. Menü ist das. Achso. Hinweise. Ja gut, da sind wir schon durchgegangen. Ist Quatsch. Gut. Dann fahren wir mal los, ne? Mein Freund. Freund Blase, ne? Na, fahren wir los? Ja. Okay. So, wir fahren los, ja? Wir untersuchen die Mordwaffe. Gucken, wem die gehört. Ob mir kein Schwein zuhört. Los geht's. Wir fahren natürlich wieder selber. Achtung, festhalten! Ja! So muss ein Kopf fahren. Genau so. Achtung! Oh nein, ich muss die Sirene einschalten! God damn it, Cole! Sorry? Ja, Entschuldigung. Ja. Das ist irgendwie gerade außer Kontrolle geraten. Achtung! Platz da! Okay, wir sind gleich da. Und hier ist es. Waffenladen. 10.59 Uhr. Geht's dir gut? Hast du irgendwelche Schienen? So, what next? Have a word with the owner. He ought to have the guy who bought the weapon registered. Aber hast du dich verletzt nach dem Unfall? Ich glaube, der hat irgendwas gegen mich. Ich hab dich doch einfach nur lieb. Warum gehst du immer weg von mir? Ich brauche Liebe. Okay. Guten Tag, Sir. Türen mit goldenem Türgriff sind interaktiv. Türen mit goldenem Türgriff... Ja, weiß ich, ja. Greife mit T nach dem Türgriff und drücke dagegen. Oder drücke, wenn die Tür hervorgehoben ist, um durchzugehen. Cole, we got things to do. Ja, mach ich doch. Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson. Model 27, registered Magnum. Chambered for 357. Nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner? No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? Yeah. Oh, yeah.
Zack. Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? Modell 27. Modell 27. Wo steht es? Modell 7, hier ist ein Modell 27. Ne, 22 ist natürlich nicht glasklar zu erkennen, ne? 27.4? Hier ist keine 27, aber 27.4. Aber ich sehe, da sind Seriennummern. Vielleicht habe ich es damit irgendwie leichter. Wie waren die? Hey Cole, let's get moving. Mann, laber mich nicht voll, Kollege. Hier ist zwar leicht verschwommen, aber... 5? 7, 1? Scheiße. 5, 7, 1, 8... 9, 3, glaube ich. 5, 7, 5, 7, 5, 7? 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7. 5, 7... 1, 8. 5, 7, 1, 8. Das ist doch das, wa? 5, 7, 1, 8, 9, 3? We're in luck. Errol Schroeder. Nice. 03 South Glass Street. Thanks, you've been a big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Shame about that gun. Real collector's item. Sorry, I can't help you more. Ja, alles gut, Sir. Die haben uns schon sehr geholfen. Machen Sie es gut. Arschloch. Geh, komm, wir gehen. Ach, scheiße. Entschuldigen Sie. Ich, ja, was für ein scheiß Auftritt. What are you waiting for? Oh, oh, oh. Ey, wir können uns hier frei bewegen. Einfach zum Auto und los. Ey, geil. Ja. Do we call it in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Din. Ah ja. So. Und das meine ich auch, so eine Feinheiten. Dann kannst du sogar an der Waffe gucken, auch wenn es schlecht erkennbar war. Aber nach einer Zeit hast du es ein bisschen erkannt, wenn du hin und her geguckt hast. Seriennummer gucken und die dann vergleichen. Ey, sowas ist ja mal mega mein Ding. Das ist ja mega geil. Schröders Wohnsitz. Alles klar. Okay, jetzt haben wir es aber eilig. Unser Licht ist echt. Ist es kaputt? Oh. Ein richtiger Profi. Profifahrer. So, wir sind da. Was ist hier los? Warum rennt denn der? Ah ja. Schröders Apartment. Ich hab kein Licht. Okay, wir gehen mal über die Straße einfach, auch wenn wir Polizisten sind. Wir gehen über Rot. Hallo? Guten Tag. Gibt es hier irgendein Problem? Ich bin Polizist. Hallo, Sir? 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 Haben Sie... Bourbon. Tall glass. No ice. Ja. Aua. Entschuldigung. Fuck. Ich habe ein Mikro gehauen. Wake up, Cole. Ja, kleinen Moment. So. Okay. So, alles okay bei Ihnen? Das Licht ist plötzlich aus. Müssen wir hier rein? Ja, das leuchtet gelb. Interagiere mit Türen mit goldenem Türknauf, um durch sie durchzugehen. Ja, wenn du mich mal lässt. Greif den Türknopf. Ja, weiß ich doch. Ja, danke. So. Untersuche einen Briefkasten, um die Apartmentnummer einer verdächtigen Person herauszufinden. Ah, Schröder. Schröder. Apartment 2. Schröder. Schröder. Wie macht er das denn jetzt? Mach doch. Mach nicht immer das. Ja, warte, du hattest es fast. Schröder. Der da müssen wir hin. Okay, schnell. Ganz schnell, Kollege. Also dem gehört die Waffe.
Kann natürlich sein, dass er der Mörder ist, muss aber nicht. Cole, we got things to do. Ja, warte, ich will nur Sachen mal hier ausprobieren. Hallo, guten Tag. Nee, hier können wir gar nichts. Ach, ich verwechsel immer Ducken mit Pause. Kann man auch so drücken, Pause. Ohne auf die Uhr zu drücken. Milch. Milch ist Gift. Ah. Operator, give me dispatch. Was? Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. Oh. How can I help, Detective? Messages for me, please. I'm sorry, Detective. Thanks. Ah, ja, danke, vielen Dank, ja. Okay, warte, da ist noch ein Plan. Ja. Ach, können wir gar nicht nehmen. Okay. Hallo, Kollege. Ich bin ein sehr gut ausgebildeter Polizist, ja? Halte T gedrückt, um eine Faust zu machen. Klopfe an Schröders Tür. Okay. What are we waiting Schröder! For? Schröder! What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. Okay. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. Was? You ready, was? Tough guy? Oh, du Sau. Komm her. Komm her. Zack, zack, ich bin Boxer. Straßenboxer. Und unten. Ja. Und ein unten und ein oben. Ah ja, Combo. Jetzt machen wir die Endboss-Combo. Zack, zack. Nice, Ralph, das war die Combo. You all right? I'm fine, I hardly felt it. He's lucky he caught me off guard. Keep an eye on him, Ralph. I'm gonna take a look around. Das war die Todeskombo, ey. Aber absolut. Okay, wir schauen uns hier um. Ja, du kannst ruhig auf ihn zielen. Alles gut. Oh nein, schade, wir können nicht dagegen werfen. Warte, ich hab jemanden. Der ist auch aus Stahl. So, dann räumen wir mal ein bisschen bei Ihnen auf hier, ne? Ja, 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 ah ja, ich bin nur Polizist, ich untersuche nur. Ah ja, let's get moving. Ah ja, ja, ah, Mist, nix, ja, ja, oh, tut mir leid. Wir wollen hier nichts wie ein Saustell aussehen lassen, aber wir müssen halt untersuchen. Ah, scheiße, ja, hier auch nix, ja. So, was haben wir hier? Hier sind Schuhe. Okay. Okay. Messer. Ah, sehr verdächtig. Sie sind verhaftet. Um Gottes Willen, was tun Sie mit Ihren Opfern? Zack und zack und zack und ja. Die Sau erstmal hier dafür bestrafen, dass er uns angreift. Dam da dam da dam. Dam da dam dam. Oh. Mystic Tales. Sehr interessant. Aber nichts. Mann ey. Hier können wir keine Schublade oder so öffnen. Hm. Das können wir nicht nehmen. Eine Schublade oder so. Können wir die öffnen? Nein. Okay, Küche haben wir auch durch. Cole, we got things to do. Ja, ich guck nochmal die Tür. Können wir nicht. Oh, Boxsack. Die ist abgeschlossen.
Okay, hier haben wir noch. Kicken. Fasse mit deiner anderen Hand nach dem Buchdeckel und halte T gedrückt, um das Notizbuch zu öffnen. Warte. Um umzublättern. Okay. List of names in a series of numbers. Floyd Rose's name is in this book. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Nice. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. And leave the book where you found it. Sehr nice. Oh, Mann, das gefällt mir aber immer mehr, ey. Oh, ich hoffe wirklich bloß einfach, dass es nicht zu schnell vorbeigeht, das Spiel. Das ist das richtige Spiel, das ging ja richtig lange. Das ging ja mega lange. Da gab es so viele Sachen, so viele Tatorte und so viele Morde. Das wäre jetzt nur geil, wenn sie, ey, aber das könnte nicht sein. Ey, das wäre geil, wenn die alle Morde hier gemacht hätten. Sowas wäre nice. So ein Spiel, so, dann können sie es von mir aus auch teurer machen. Dann kostet es halt wie eine Vollversion. Aber dann halt so ein volles Spiel in VR, boah. For every cop, there's the case that makes you. Gives you that leg up. Gets you recognized as the shining new star in the squad. The case that you saw that shows that you have the gumption, the gung-ho, the get-up-and-go to make you stand out from your average rank-and-file patrolman. This could be the one, Cole. Kauf auf eigene Gefahr, glaube ich, hieß der Titel. Oh. LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Da hast du wohl recht, Alan Harper. Ich schwöre. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. Your first reporting, then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Okay. Okay, unser erster, ja, wir sind eigentlich Streifenpolizist, aber wir haben jetzt zufällig gerade das miterlebt. Und hier die Leiche. Benutze T, um den Körper des Opfers zu greifen und drehen um. Ach, komm her. Greife die Jacke des Opfers und halte sie offen. Mit der anderen. Mit der freien Hand gedrückt und zieh das Papier hoch. Mhm. Hey Cole, let's get moving. Aha, aha, interessant. Getätigte Zahlung. Ratenzahlung Nummer. Wenn die Ware nicht bis zum vollständig bezahlt und abgeholt wird, geht sie zurück ins Lager. Sofern keine gesonderten Vereinbarungen getroffen sind. Galetta. Layaway receipt. Pearl earrings. Made out to Bank of Arcadia. Oh, Entschuldigung. Okay. So, Leute, was muss ich immer sagen? Haut ab. Das ist ein Tatort. Ja, genau, deshalb. Haut ab. Haut ab. This is a secure area. You all need to leave. Ja, nee, nichts hier. Yo, yo, hier, Digga, Gefahr ist, sondern gehen. Okay? Das ist okay. Hier, ja, guck rein. Da. Du musst gehen. Hier. Reingeguckt. Entweder schlagen oder gehen. Ja, richtige Entscheidung. So, Alan. Alan Harper, zu dir komme ich gleich. Hier nochmal hier, Leute. Das hier ist ein Tatort. This is a crime scene. All of you move along. Was guckst du mich so an? Ey, hallo, nicht hingucken. Nicht hingucken. Nicht hingucken. Hallo. Nicht hingucken, habe ich gesagt. Psst. Wow.
Also die Leute heutzutage, ne? Ey, immer nur am Gaffen. Oh, warte mal. Was haben wir denn hier? Zigaretten. Ah, ja, das habe ich gesehen. Ah, ja, okay. Sonst sehe ich nichts. FN Browning. Serial number 01138. Might need to run it by a gun store. Eagleson's gun store is a couple blocks from here. Okay, nice. Müssen wir nochmal überprüfen. Ah, nochmal die letzte Ehre für diesen Herrn. Wir wissen nicht, ob er gut war oder böse, aber er ist tot. Mein Freund, das hat keiner verdient. So, Alan. Sie sind Alan Harper, nicht? Was ist hier passiert? Sir, I'm Officer Phelps. What exactly did you see? I heard the shots. I thought it was a car backfiring. I saw a girl run at the shoe store. You want to take a look around now? The witness can wait, Cole. We've got the perimeter. Hmm. That's all I know. I expect the girl saw more than I did, officer. Warum gehen Sie einfach? Ich habe aber nicht gesagt, dass Sie schon gehen dürfen. Oh Mann. Wir sind ein geiler Polizist, wa? So, Tatort. Weiter untersuchen. Haben Sie was gesehen? Ich hatte aber, als wir hier standen, irgendwas funkeln gesehen schon. Ah, da. Shell casings. These look like 32s. Ah, ja. Hä, was war das? Okay, also, aber sonst haben wir jetzt eigentlich hier nichts mehr. Hier ist Tatort. Was macht denn hier so ein Lärm? Da war die Waffe. Warte mal, vielleicht ist hier hinter noch irgendwas. What are you waiting for, whore? Das musst du singen, mein Freund. Nicht sprechen. Okay. Ja, um die Dame kümmern wir uns gleich. Ist hier noch irgendwas Auffälliges? Die Kasse. Oh. Geld müssen wir natürlich erstmal einbehalten. Die können wir nicht raufschreiben. Operator, give me R&I. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? Messages, please. I'm sorry, Detective. Thanks for your help. Bin ich so unwichtig? Mann! Können wir nicht nehmen? Können wir nehmen? Oh, Romane gesammelt. 1 von 8. Cool. Ah ja, nix. Ah, Mist. Was haben wir hier noch? Ja, das ist nur eine polizeiliche Untersuchung. Wir dürfen alles. Ah, nee, hier ist auch nix, hier ist auch nix. Hier ist auch nix. Verdammt. Hm. Na gut. Warte mal, da ist noch ein Buch? Irgendwie? Oder ein Notizbuch oder sowas? Nee, okay, kann man nicht öffnen. Hier sind noch Schuhe. Ah, nee, nix. Ah, Mist. Ja. Why are you just staring at me like that? I've done nothing wrong. So. Kann mich erinnern, dass man Sachen fragen konnte. Und ich wusste schon von damals noch, dass man auch Beweise und sowas immer erwähnen konnte oder dass irgendwas, irgendwie war sowas wichtig, dass man irgendwas mit Fragen abwägen musste. Und ich weiß, dass man vorher immer alles nochmal vorher durchschauen musste, was man so alles hat.
Eintrag auszuwählen. Schießerei. Schießerei auf offener Straße, natürlich nicht Ausgang, ein männliches Opfer. Es ist immer gut zu empfehlen, vorher nochmal alles durchzugehen. Ratenzahlung. Ratenzahlungsbeleg. Non-Bosch Schuhgeschäft. Beleg für Perlenohrringe, ausgestellt von der Bank of Arcadia an Cigagelletta. Cigagelletta. Die Waffe FN Bowling Modell 1922 Seriennummer 01138. Alles klar, da sehe ich eigentlich wirklich da bei der Sache nur ein Obstteller mit einer Banane und zwei Äpfeln. Muss ich ehrlich sagen. Zwei Patronenhülsen. Leere Patronenhülsen, Kaliber 32, insgesamt 5 Stück auf dem Gehsteig gefunden. Okay, das ist, Mann, das ist das, was wir haben. I'm Officer Phelps, Miss. I'm here about the shooting. Oh, nochmal synchronisieren. Did you know the victim? He was my boss. Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Tut mir leid. Everett. And you are? Gaeta. Clovis Gaeta. Ach, was haben wir gerade gelesen? Ah ja. Jetzt können wir nämlich Fragen stellen. Geil, Alter. Hammer. Das finde ich auch geil, dass es hier auch weiter... That isn't everything. You haven't got it all. Ja, warte. Ich bin aus Versehen... Ich dachte, ich kann nochmal ganz zurück und nochmal alles durchgehen. Benutze dein Notizbuch, um Fragen zu stellen. Dein Notizbuch ist jetzt in deiner Hand. Ach, echt. Danke, Spiel. Ah, hier können wir nochmal Beweise durchgehen. Ah, genau. Gut. Sauber. Genau, das sind wir eben durchgegangen. Schießerei, Ratenzahlungsbeleg. Warte, genau. Hier, gehen wir nochmal lang. Können wir? Beleg für Perlenohrringe ausgestellt von der Bank auf Arcadia an Cigagelletta. Und das war in seinem Mantel drin. Hier steht einfach nur was über die Waffen, aber da können wir jetzt nichts groß ermitteln von... Hier nur, dass da eine Schießerei war. Das ist merkwürdig. Also die haben ja eine Verbindung. Was heißt merkwürdig? Kann ja auch Wait, was... Mann! That isn't everything. You haven't got it. Ja, ist ja gut. Ja, pst. Ja, das ist auf jeden Fall merkwürdig. Muss nicht merkwürdig sein. Weiß nicht, was die vielleicht untereinander hatten. Wir können einfach fragen. Do you think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage... My boss bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Du musst beurteilen, ob sie die Wahrheit sagen oder lügen. Oh Gott. Und das war das Schlimme, ey. Wenn du nämlich falsch, du kannst dich auch richtig selbst, ins Knie schießen, ne? Mit, falsche Fährte, aber ich glaube, das war ja so, man muss auch auf Mimiken achten und so. Ja, alles klar. Wähle deine Befragungstaktik, schaue deine Wahl an und drücke mittlere Taste rechts, um sie zu bestätigen. Guter Kopf, böser Kopf, beschuldigen. Böser Kopf, beschuldigen. Können wir einen auf guten Kopf, böser Kopf und beschuldigen. So war das. Und egal was wir nehmen, da könnte was Schlechtes bei rauskommen. Wir können immer das Falsche wählen. Oder auch das genau Richtige. Wenn wir zu sanft sind und die ist eigentlich böse, dann haben wir verkackt. Wenn wir aber ein böser Kopf sind und sie hat eigentlich nichts damit zu tun, dann macht sie auch zu. Das ist die Scheiße. Aber wir haben da was, wir haben Beweis, irgendwas war in seiner Jacke. Wir wagen es einfach mal. Why are you just staring at me like that? I've done nothing wrong. Und warum machen Sie mich deshalb jetzt gerade so an? Warum pissen Sie mich gerade an? You're lying, Miss Galetta. You know what happened and why. You're going to tell me.
There's nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? Genau so war das, ja. Genau so. Man konnte es auswählen. Und sie haben gesagt, ja, wie man, wie wir jetzt gesehen haben, haben sie einen Beweis. Und dann musste man auswählen, genau so. Ja. Sie waren halt hier und er hier und sie haben irgendwie so und ja. Konnte man da auch wieder... You're off the hook, for now. Nice, okay, okay, geil, gut. Dass man es hier auch so machen kann. Man kann hier auch wieder zurückgehen. Also man kann, wenn man so sich nicht sicher ist, trotzdem erstmal darauf gehen, beschuldigen. Und dann kann man gucken und abgleichen, habe ich was? Und zur Not kann man wieder zurück und dann doch auswählen. Guter Kopf oder böser Kopf, wenn man jetzt keinen Beweis hat. Aber auf jeden Fall keinen falschen Beweis wählen. So, wir haben das hier gefunden. Aber ich darf jetzt nichts Falsches auswählen. Wegen dem Zittern. Your pearl earrings, Miss Galetta. You've been paying for them for a whole year. Stop lying. Tell me what happened at the jewelry store. Oh, God. I won't lose the earrings, will I? You could lose your freedom, you little fool, if you don't stop obstructing a murder investigation. Mr. Kalu. Edgar Kalu. He runs the jewelry store. He's showing me a lovely watch. Mr. Gage bursts in. Mr. Kalu gets very angry with Mr. Gage, and they start yelling at each other. Mr. Gage tells me that all of the things in the store are junk, nickel-plated, made in Japan, and yells at me to get back to work. Then what happened? We get back here, and I hear a loud bang. Mr. Gage clutches at his back. I hear another bang, and another, and another. Mr. Gage falls to his knees. It looked very painful. Oh Mann, oh Mann. Das klingt echt nicht gut. Aber warum verheimlichst du uns sowas? Warum verheimlichen sie mir sowas? Sie müssen sowas gleich, mit sowas gleich kommen. Das sind Hinweise, die wir brauchen. So, erzählen Sie mal bitte mehr Details zur Schießerei. How many shots did you hear, Miss Galetta? It's difficult to remember. It sounded like there were so many. And they were so loud. Oh Scheiße, wir haben jetzt noch mehr. Scheiße. Ich mach mal als Test, wie ich gesagt habe, beschuldigen. Don't lie to me. If you keep withholding information, I'm gonna take you in for obstruction of justice. I'm trying my best, officer. I've got nothing to hide. What makes you think different? Weil ich genau gesehen habe. Hier die Patronen. Leere Patronenhülsen, Kaliber insgesamt 5 Stück auf dem Gehsteig gefunden. I was scared, alright? Are you happy now? I was terrified and the last thing on my mind was keeping... Ja, tut mir leid. Ja, tut mir ja leid. Ja, ich dachte auch, sie wollen was verheimlichen hier. Ja, war eigentlich Schwachsinn, aber egal. Which jewelry store? Hartfield. Broadway between 5th and 6th. Did you see the person who shot Mr. Gage? Of course I did. Mr. Kalu looked very angry. Ach. He kept firing the gun. He kept pulling the trigger. He threw the gun in a bin and turned and walked away. Ah, das passt. Ja, sie sagt die Wahrheit. Die Waffe haben wir gefunden. Sie hat genau das Richtige erzählt. Also sie ist richtig. Also können wir jetzt auch guter Cop nehmen. So this Kalu character put 5 rounds in the back of Mr. Gage because he bad-mouthed his products? Yes, something like that. A man is dead, Miss Galetta, and it's a criminal offense to lie to a police officer. I will take you downtown. Get out! Get out right now! Send in one of the other policemen if you must, but I won't say another word to you. Haben wir jetzt noch irgendwas falsch gemacht gerade? We have the murder weapon and the murderer. The girl saw it all. Our killer works at a jewelry store called Hartfield's. That's a couple of blocks from here. You thinking what I'm thinking?
Tate, maintain the perimeter. Wir haben den Mörder. Haben wir jetzt irgendwas falsch gemacht? Verdächtige Person identifiziert. Sie hat es nämlich gesagt. Ah, Mist, aber war doch richtig guter Cop eigentlich. Sie hat doch die Wahrheit gesagt. Und auf einmal fangen wir an zu sagen, ja, es ist... Aber sie hat ja auch belogen am Anfang. Ja, Freunde, ich weiß, es ist jetzt gerade spannend. Und wir können jetzt den Mörder dingfest machen. Wir haben Beweise. Sie hat alles ausgesagt, genau wer es war, warum er es getan hat. Sie hat ihn gesehen und gesehen, wie er die Waffe da in den Mülleimer gepackt hat. Das ist ein sehr, sehr krasser Vorwurf, aber auch ein guter Beweis. Und da haben wir schon mal gute Beweise auf jeden Fall und handfeste. Da heißt es, ich würde mal sagen, vielleicht können wir noch die Waffe trotzdem mal prüfen, dass wir noch mehr Beweise haben. Ja, können wir trotzdem, werden wir dann nämlich auch machen. Dann haben wir nämlich noch einen Beweis, dass es auch seine Waffe sein könnte oder... falls sie auf ihn zugestellt ist oder irgendwas oder vielleicht findet man noch irgendwas anderes heraus. Und dann werden wir mal zu ihm hingehen und ihn vielleicht auch mal dickenfest machen, würde ich mal sagen. Oh ja. Oh Mann, das ist geil. Ich freue mich immer mehr. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch einen Fehler gemacht haben bei der Zeugin. Man kann aber halt nicht immer alles richtig machen. Ist sau schwer. Wir hatten ja 3 Fragen und da immer aus den 3 Möglichkeiten immer das Richtige auszuwählen. Ja, halt's der Maul, Kollege! Das Richtige auszuwählen ist schwer. Aber, jedenfalls haben wir wenigstens von ihr jetzt eine Zeugenaussage, eine sehr gute, eine sehr belastende. Und das reicht einfach. Sie ist jetzt ein bisschen verletzt gewesen, aber Polizeiarbeit halt, alle Dude. Gut, dann verabschiede ich mich von euch und sage, wir sehen uns beim nächsten Teil, wenn es heißt, wir verhaften den Mörder vielleicht, wenn er wirklich der Mörder ist. Aber ich würde sagen zu 90%. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, morgen oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video auch geschaut habt. Und ein Like wäre sehr nice wie immer. Abonniert den Kanal gerne, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nichts. Haut rein, Freunde, und ciao.